Zum Auftakt des Gedenkens an den 100. Geburtstag von Sophie Scholl zeigt das internationale Auschwitz-Komitee in Kooperation mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und der Vertretung des Landes Niedersachsens beim Bund die Ausstellung durch unser Handeln. Überlebende des Holocaust sehen in dieser jungen und unglaublichen mutigen Frau bis heute eine der wenigen Persönlichkeiten, die in mörderischen Zeit Deutschlands Ehre und die Menschenwürde verteidigt hat. Am Zaun der niedersächsischen Landesvertretung wird des Wirkens von Sophie Scholl in Zitaten und Fotos gedacht. Sophie Scholl gehörte der Münchner Gruppe Weiße Rose an und wurde 1943 im Alter von 21 Jahren festgenommen, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Flugblätter verteilte. 4 Tage später wurden die Geschwister und ihr Mitstreiter Christoph Probst von den Nazis hingerichtet. Die Ausstellung wurde vom Internationalen Auschwitz-Komitee, Gedenkstätte Deutscher Widerstand und dem Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz eröffnet. Sophie Scholl und die anderen Mitstreiter und Mitstreiter der Weißen Rose haben Erstaunliches geleistet für die Demokratie und die Freiheit und ihren Widerstand. Sie haben ihr Leben riskiert und deshalb ist es wichtig, sich an sie zu erinnern und daraus auch für uns die Schlüsse für uns zu ziehen, dass wir wissen, wie wichtig die Freiheit und die Demokratie sind, die wir heute haben und die unser miteinander Glück bringen. Es ist deshalb auch gut, dass wir daran gedenken können, mit dieser kleinen Ausstellung, aber auch mit der Briefmarke, die wir jetzt überall in Deutschland sehen. Die Briefmarke zu Ehren Sophie Scholl 100. Geburtstag ist jetzt in den Verkaufsstellen der Deutschen Post erhältlich. Die Briefmarke zieren die letzten Worte der mit einer der bekanntesten Frauen im deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. So ein herrlicher sonniger Tag und ich soll gehen. Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden?